so zu sein, wie er ist in diesem Moment, weil ja jeder Mensch in jedem Moment eigentlich richtig ist, weil es gibt ja immer einen Grund, weshalb der Mensch jetzt gerade so ist, wie er ist. Und das zu akzeptieren, dazu Ja zu sagen, ist eigentlich die Grundlage für Veränderung. Weil nur in diesem Zustand bin ich sicher genug als Klient, als Klientin, um Veränderung zuzulassen. Wenn wir ganz in Ruhe, ganz bei uns sind, sind wir so, wie wir eigentlich sind. Und was nach außen kommt, ist oft gefärbt von Prägungen, ist oft eine Reaktion auf etwas und selten ganz genau das, was ich eigentlich bin. Kann zum Beispiel sein, dass ein Mensch etwas Schwierigkeiten hat, sich im Sozialen mit dem anderen Menschen auszutauschen, also sich geschützt genug fühlt, um sich einem anderen Menschen auch auszusetzen oder anzuvertrauen, weil das etwas schwierig ist, hat er die Taktik oder die Möglichkeit gefunden, für diesen anderen Menschen etwas zu tun, ihm etwas anzubieten, ihm zu sagen, kann ich für dich, ach komm, ich mache das für dich, oder also eigentlich Verantwortung zu übernehmen, dem Menschen Gutes zu tun, und so kommt er in den Kontakt. Und kann sich damit auch nähren. Genau, kann sich damit auch nähren oder kann damit überhaupt in eine Kommunikation kommen, also in einen Austausch kommen. Auch in einen emotionalen Austausch kommen.